Ja, hallo, hier ist Martin Schröer von D20 Sounds und mal ganz kurz ein kleiner Vorspann vom Handy aus. Ich habe heute einen besonderen Gast und es geht um ein besonderes Thema und mein Gast hat mich angesprochen, dass er gerne ein Interview mit mir machen möchte und darüber habe ich mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, denn nach dem Intro geht es direkt los. Also bis gleich, euer Martin. Ja, hallo, mein Name ist Martin von D20 Sounds und ich habe heute Abend einen Gast und vielleicht stellst du dich mal selbst vor, das ist, glaube ich, am einfachsten. Wer bist du und was machst du und warum sprechen wir miteinander? Weil du hast mich ja auf die glorreiche Idee gebracht, dass wir mal miteinander sprechen sollten. Ja, hallo, ich bin Simon. Ich wollte mit dir über DriveThruRPG sprechen, weil ich glaube, Okay. dass das eine sehr nützliche Ressource ist für Spielleiter von Pen-and-Paper-Rollenspielen, weil da findet man allerhand Sachen und ich habe einfach gedacht, es ist nützlich, wenn man das weiß, weil die Seite ist nicht unbedingt selbsterklärend, gerade die Suchfunktion ist ein bisschen schwierig Okay. und ich vertreibe da auch selber Sachen. Und Abenteuer eben, und ich kriege ab und zu mit, dass andere Leute auch so ein, zwei Abenteuer reinstellen oder Karten oder irgendwas anderes. Und ja, ich glaube einfach, es würde der ganzen Community gut tun, wenn da Creator und Spielleiter öfter sich finden würden. Okay. Also es klingt jetzt erstmal ganz interessant. Ich habe noch gar keine Ahnung, worauf ich mich jetzt genau einlasse, wenn ich dich danach frage. Also du sagst, es ist also irgendwie eine Webseite und da kann man draufgehen und dann findet man dort verschiedene Sachen, die zum Rollenspiel wichtig sind. Ist das richtig? Genau, ja. Da Okay. gibt's, also Dungeon Masters Guild ist vielen ein Begriff, aber ist auch die Schwesterseite davon. Aber im Gegensatz zu Dungeon Masters Guild ist DriveThruRPG eben systemoffen und auch genreoffen. Also da gibt es dann auch ganze Grundregelwerke. Da gibt es eben natürlich auch Abenteuerbücher, wie man das von Dungeon Masters Guild kennt, aber es gibt auch Ja. Karten und andere Spielhilfen. Du kannst Sachen für einen 3D-Druck dir holen und ja, das ist ziemlich nützlich. Das ist wirklich ziemlich viel, was da gibt. Da gibt es ja irgendwie alles, was man braucht, außer vielleicht ein paar Würfel oder gibt es da auch Formen für Würfel? Wahrscheinlich auch. Inzwischen gibt es ja 3D-Drucker. Ja, wahrscheinlich gibt es auch sowas. Ja, aber wenn das so viel ist, ist das bestimmt total unübersichtlich. Und das hast du ja auch schon im Intro, als ich vorgestellt hast, so ein bisschen. Ja, ein bisschen anmoderiert, sage ich mal, es könnte unübersichtlich werden. Wie findet man sich denn am besten zurecht auf Drive-Thru im RPG? Ja, also dafür gibt es die Filterfunktionen, die sind auch super nützlich. Die stehen leider nicht auf dem Handy zur Verfügung. Deswegen kann Ah, ich immer okay. nur davon abraten, das auf dem Handy zu benutzen oder auf dem Handy die Desktop-Version zu nutzen. Dann geht das auch. Aha. Und dann kann man eben die Filter einstellen und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich habe ein System, super nischig, dafür weiß ich, gibt es nichts, aber es ist im Fantasy-Setting und dafür brauche ich ein Abenteuer. Und dann kannst du einfach einstellen als Filter Fantasy für Genre und Quellenbücher für Produktart. Und dann sagst du noch, ah, mein Englisch ist gar nicht so gut. Dann gehe ich noch auf Sprache, mache ich Deutsch. Und dann siehst du schon, okay, das sind jetzt die Sachen. Und dann kannst du es immer noch weiter anpassen. Dann kannst du sagen, okay, aber mein Setting ist schon so ein Dark Fantasy Setting. Und dann machst du noch Dark Fantasy statt nur Fantasy. Und dann sagst du, okay, ich will aber nicht irgendwelche Quellenbücher, jetzt so Gegenden interessieren mich gerade nicht. Ich möchte wirklich ein Abenteuer. Dann kannst du das noch verfeinern. Hast du Und sehr, ja, oh, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. ja, kein Problem. Ich wollte noch sagen, das ist, ich weiß nicht, ob das schon der richtige Zeitpunkt dafür ist. Du kannst auch, wenn du eine Filtereinstellung einmal gemacht hast, kannst du die auch abonnieren, dass du immer benachrichtigt wirst, wenn etwas Neues erscheint, Okay. das diesen Filtereinstellungen entspricht. Was halt sehr nützlich ist, wenn du was sehr, sehr, sehr Nischiges hast. Okay, es klingt auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Du hast da auch Abenteuer eingestellt. Ja, genau. Ja. Ja, ich stelle seit einigen Monaten habe ich angefangen, meine Sachen zu digitalisieren. Ich bin seit knapp 15 Jahren Spielleiter und Okay. habe dafür auch einige Abenteuer geschrieben. Und eben, ich habe hauptsächlich mit Neulingen immer gespielt und um die auch an Spielleiten heranzuführen.
habe ich die Abenteuerin auch so weit geschrieben, dass sie damit halt auch leiten können. Deswegen ist der Schritt für mich jetzt, die zu digitalisieren und bei DriveThruRPG anzubieten, gar nicht so groß gewesen. Ja. Ja, meine Frau zeichnet sehr gern. Sie macht dafür noch ein paar Grafiken. Und das ist auch ganz schön. Wir sind als Welten auf Papier bei DriveThruRPG zu finden. Okay, ist ja gut zu wissen. Welten auf Papier. Schreibe ich mir gleich mal auf. Hast du selbst auch schon mal von anderen Leuten was gelesen, die da sind? Also, oder was gespielt? Oder bist du so kreativ, dass du eigentlich nur deine eigenen Sachen benutzt? Oder ist es auch mal spannend und hast du was reingeschaut? Also ich habe auf jeden Fall auch mal reingeschaut. Also was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Abenteuer, das, oh, ich habe leider vergessen, wie es heißt hatten. Aber es ist, mich am Dungeon Crawler mal eine Zeit lang interessiert, weil ich dachte immer, Dungeon Crawler sind irgendwie ziemlich langweilig, finde ich jetzt. Und dann gab es aber, da habe ich gedacht, es gibt aber Leute, die fahren da voll drauf ab. Also muss ich da irgendwie vielleicht eine falsche Vorstellung von haben, muss irgendwie ein cooleres Konzept dahinter stecken, als jetzt so meine Vorstellung. Und dann habe ich da auch ein sehr, sehr cooles Dungeon Crawler-Ding gefunden. Das war so Regelwerk und Abenteuer in einem. Du bist immer tiefer in so eine alte Mine mit Untoten hinabgestiegen. Und das Abenteuer hat sich immer weiterentwickelt, aber zufallsgeneriert. Das heißt, der Spieler da hat eigentlich auch nicht wirklich gewusst, was passiert. Und es war einfach, ich fand es ein sehr spannendes System. Und ich komme auch aus dem Game Design-Hintergrund. Das habe ich studiert und dann ist es immer sehr spannend für mich, so Systeme auch einfach sich anzuschauen, wie die funktionieren. Das klingt ja total interessant. Wir können ja auch, wenn es nachher noch einfällt oder irgendwie die Tage noch einfällt, kann ich das ja auch unter dem Video noch verlinken. Also schaut mal unten rein. Wenn es uns noch einfällt, wenn wir es noch finden, dann stellen wir es noch unten rein. Ansonsten stell Ja. natürlich auch gerne deine eigenen Sachen rein oder stell mal ein Ding, stell mal einen Link zu dir rein. Zu deinen Sachen ist natürlich auch spannend. Aber jetzt haben wir haben jetzt irgendwie besprochen, was Drive-Thru ist und wie man Sachen findet, auch mit Filtern. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen vorher gesprochen, es gibt dort total viel zu finden, ne? Also du findest ja nicht Ja. nur Abenteuer, sondern was gibt es noch alles? Worauf kann ich mich einstellen? Also was du auf jeden Fall machen kannst, wenn du jetzt sagst, Abenteuer schreibe ich gerne selbst, ist, dass du auch einfach das Rollenspielmaterial da bekommen kannst. Du Ja. kannst eben Landkarten bekommen oder auch Dungeon-Karten. Du kannst Okay. da so Pappaufstellerfiguren zum Ausdrucken dir runterladen. Du kannst für einen 3D-Druck dir Sachen runterladen als Spielhilfen. Und auch kleine Regelwerke. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich eine Runde gehabt. Da haben wir also alle 2 Wochen ein anderes Regelwerk gemacht. Einfach, weil es gibt so eine riesige Palette, um sich das mal anzuschauen. Und dafür ist DriveThruRPG eben auch ganz fantastisch. Um mal verschiedene Sachen kennenzulernen, Ja, genau. Und wenn man vielleicht noch nicht genau weiß, was einem so das Favorite-System ist, kann man das auch erstmal da gucken. Ist auch ganz spannend. Also irgendwie kriegst du ja alles, habe ich den Eindruck. Kann ich da auch, also ich meine, ich bin ja Musiker, das weißt du, glaube ich, ne? Ja, das Könnte ich da weiß auch, könnte ich auch meine Songs da rein tun? Das muss ich mal gucken. Doch, ja, ich weiß das, weil wenn ich selber Sachen einstelle, kann ich immer ein Häkchen machen, ob das eine Audiodatei ist, die ich da zum Verkauf anbiete. Okay, das heißt, ich könnte auch tatsächlich Songs reintun von mir. Wer ist ja für Ja. mich spannend oder auch für andere Leute, die irgendwas reinstellen. Was ist mit Streams oder sowas? Gibt es da auch was? Oder Podcasts oder so? Oder sucht man da lieber bei Podcasts oder bei Audible oder nee, nicht Audible bei Spotify? Da sucht man lieber woanders. Okay. Also das ist, ja, du kannst bei DriveThruRPG alles gratis anbieten oder auf freiwilliger Bezahlbasis, aber es sind schon immer Produkte, die verkauft werden. Auch wenn die jetzt gratis verkauft werden, es sind immer Produkte. Und da ist Okay. ein Podcast, glaube ich, vom Format einfach nicht so ganz passend für die Seite. Okay, das heißt im Prinzip, und wie ist das, wenn jetzt irgendwelche Creator, wenn jetzt irgendwelche Leute was einstellen wollen, das ist ja vielleicht auch für die spannend, du hast das jetzt ein paar Mal gemacht, passiert dann Ja. was, irgendwie, wie geht das dann, ist das schwierig, kann man das einfach einstellen oder ist das aufwendig oder was würdest du sagen? Also ich finde, es wird sehr gut erklärt.
Man wird da sehr gut herangeführt. Die Seite ist sehr, sehr gut beschrieben. Wenn man im Englisch nicht so fit ist, kann man die auch auf Deutsch umstellen. Dann sind auch alle Erklärungen auf Deutsch. Okay. Das ist vielleicht auch noch ganz nützlich. Genau. Und ansonsten, ich nutze Affinity Publisher für meine Abenteuer, Ja. weil das ist ein Programm, das ist sehr günstig im Gegensatz zu manch Photoshop anderen, die es so gibt. Ja, zum Beispiel. genau. Also da zahlst du irgendwie, das ist eigentlich immer im Angebot, und dann zahlst du dafür 30 € oder 27 € oder so Ich habe es tatsächlich für dein auch. Leben lang. Ja. Okay. Ja, Ja. genau. Und dann kannst du das da einfach als PDF hochladen. Ich würde immer empfehlen, oder ich habe den Eindruck, dass die Leute länger dabei bleiben, die zum Teil auch Sachen gratis oder auf freiwilliger Bezahlbasis reinstellen. Weil wenn du nur hingehst und du sagst jetzt, ich habe meine Megakampagne geschrieben, die geht über 300 Seiten und das verkaufe ich als Buch für 30 €, dann ist die Chance, dass es niemand kaufen wird, sehr hoch. Weil das ist das einzige Produkt, was du anbietest. Du kannst einstellen, dass man Seiten Probe lesen kann und so, aber das ist so ein bisschen die Katze im Sack kaufen. Deswegen ist immer gut, wenn du kleinere Schnipsel auf freiwilliger Bezahlbasis oder gratis anbietest. Okay, also für Leute, die was reinstellen wollen, stellt irgendwie ein, zwei Sachen umsonst rein, damit die Leute, die dort hingehen, euch kennenlernen und vielleicht Geschmack an eurer Arbeit finden, würde ich sagen. Ist das richtig formuliert? Ja, würde ich auch sagen. Oder einfach, die sollen ja nicht die Katze im Sack kaufen. Also man will ja als Creator, willst ja nicht die Leute austricksen, sondern du willst ja sie für deine Sachen begeistern. Und dafür musst du erstmal diese Begeisterung wecken. Und wenn da die Hürde schon mal genommen ist mit dem Preis für das erste Produkt, dann können die auch selber sagen, Mann, das ist cool, den will ich unterstützen. Oder können auch sagen, nee, das ist nichts für mich, aber ich ärgere mich auch nicht, weil ich habe nichts bezahlt. Okay, das ist super. Ja, tatsächlich habe ich vor einiger Zeit auch mal Abenteuer gesucht und wusste noch gar nicht, dass es sowas gibt. Und natürlich muss ich jetzt erstmal überlegen, ob ich vielleicht auch ein paar Songs reinstelle, weil ich habe ja sehr viel fertig und biete auch alles umsonst an. Ja. Oder, genau. Und ja, dann kann ich ja mal irgendwie 5 Songs von einem Album reinstellen und das Album dazu, wenn das jemand haben möchte. Also sehr spannend für Creator, aber auch sehr spannend finde ich jetzt, wenn ich mal was leite und irgendwas Schickes suche, kann ich mich da mal auf die Suche machen und vielleicht finde ich ja auch was Ungewöhnliches, könnte ich mir vorstellen. Weil, also die Module, die man so üblicherweise kaufen kann, gut, da ist ja leicht ranzukommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in so einer, ich sage jetzt mal, wenn so ein paar Experten sich dran setzen und richtig Spaß haben und Sachen rausschmeißen, dass auch richtig verrückte Ideen dabei sind teilweise. Ja, voll. Es ist halt ein sehr kreativer Marktplatz, würde ich sagen, weil du eben nicht, also du musst nicht Profit machen. Du hast keine Firma am Laufen, du musst damit keine Rechnung bezahlen, wenn du Sachen da reinstellst in der Regel, sondern da können Leute auch einfach ein bisschen rumspinnen und einfach sagen, boah, da habe ich gerade voll Bock drauf, das zu machen. Und so Sachen landen da eben auch. Und da sind auf jeden Fall, wie ich finde, sehr spannende Sachen dabei. Okay. Ja, ich gucke mal eben, was ich noch finde. Genau. Eigentlich haben wir alles besprochen. Laut meinem Zettel, gibt es noch irgendwas, was du Leuten mitgeben möchtest, warum sie dorthin gehen sollten? Klar. Also ich würde sagen, es lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Ja. Einfach sich mal umzuschauen, was es da alles gibt. Und weil es ist so, es ist, als würdest du jemandem sagen, hey, es gibt YouTube und der hat noch nie vorher von YouTube gehört. Ja, das ist schon eine Ansage jetzt. Ja, also wahrscheinlich nicht so viel konnte ich über YouTube, das meine ich nicht. Aber es ist schwer zu beschreiben. Ich hatte letztens den Fall, da waren wir bei der Tante meiner Frau und die hat dann gefragt, was ist eigentlich auf YouTube? Warum gehen Male auf YouTube? Und das ist ziemlich schwer zu beschreiben, was ist Ja. eigentlich auf YouTube? Weil da findest du keinen Anfang und kein Ende. Ja, und das ist, würdest du sagen, das ist auch so was Typisches bei Drive-Thru-RPG? Ja, es ist halt sehr, sehr bunt gemischt. Es ist alles da. Also deswegen, es ist nicht so spezialisiert wie zum Beispiel Dungeon Masters Guild, was halt sehr gut auf Dungeons and Dragons
Ja. ausgelegt ist. Aber wenn man ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Lust auf Experimente hat, oder wenn man auch sagt, oh, meine Gruppe kennt schon alle offiziellen Abenteuer von Dungeons and Dragons. Ja. Vielleicht kann ich aus irgendeinem anderen System Abenteuer stibitzen und da einbauen, ein bisschen umgemodelt. Ja. Okay. Also zusammengefasst von mir jetzt, ich würde einmal sagen, es klingt sehr, sehr spannend. Es klingt, als ob man auf jeden Fall mal hingehen sollte. Man läuft ja auch nicht die Gefahr, trotz aller Werbung, die wir jetzt gestreut haben, sozusagen. Man läuft ja auch nicht die Gefahr, dass man irgendwas kaufen muss. Es ist freiwillig. Und ich würde auch erstmal, ich habe mir das aufgespart bis heute. Ich werde jetzt Ja. auch die nächsten Tage mal reinschauen und mal gucken, ob ich irgendwas Spannendes finde. Ich finde, es ist irgendwie ein bisschen wie Weihnachten, oder? Also, das klingt irgendwie, klingt spannend. Ich habe, wie gesagt, extra unser Interview abgewartet, weil ich erst noch ein bisschen was wissen wollte. Aber es klingt spannend, sowohl für Leute, die was anzubieten haben, als auch für Leute, die sich was holen wollen, die interessiert sind, die sich inspirieren lassen möchten. Und von daher finde ich, es klingt sehr, sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich werde es versuchen. Vielleicht habt ihr auch Lust, das was zu versuchen. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ihr lieben Zuhörer, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt damit. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen und ähnlich nett sind. Also schreibt mal, wo ihr eure Sachen herbekommt. Oder wenn ihr was bei Drive-Thru gefunden habt, dann schreibt doch mal, wie das so war, damit alle Leute, die das hier sehen können und die Kommentare lesen, auch sehen können, ob es da nur Mist gibt oder auch richtig tolle Sachen. Das ist ja so ein bisschen immer der Gedanke, den man vielleicht haben könnte. Ja, na klar. Na klar, ne? Und es gibt wahrscheinlich Ja. auch Mist da. Gibt es auch, ja. Ja, genau. Aber es gibt eigentlich immer eine ganz gute Vorschaufunktion. Die sollte man nutzen als Kunde und sollte man ermöglichen als Creator. Ah, das ist nochmal ein guter Tipp zum Abschluss. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ja, sehr gern, mir auch. Gibt es noch ein Abenteuer von dir, was du empfehlen möchtest? Also mein Standardabenteuer, was ich immer empfehle, ist Thorwins Wunderwaffe. Thorwins Das, Wunderwaffe. ja, das haben alle meine Spielgruppen, haben das eigentlich immer gesagt, dass das ihr Lieblingsabenteuer war bei knapp 50 Abenteuern, die ich geschrieben habe. Und das ist auch Wow. so ein bisschen mein Promo-Abenteuer. Das biete ich auf freiwilliger Bezahlbasis an. Das heißt, das kann man sich anschauen. Das hat mehrere Handouts und hat so ein bisschen so eine. Ich will gar nicht so viel verraten, aber es hat eine investigative Storyline. Wenig Kämpfe, aber viel Rollenspiel und viel Nachforschung. Das klingt sehr spannend. Das glaube ich, werde ich mir als erstes anschauen. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ja, mach's gut und ihr Lieben, macht's auch gut. Bis bald, euer Martin von D20 Sounds. Tschüss. Bis bald, tschüss. Ciao.